So, Adama, hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen Infovideo hier an diesem Sonntagnachmittag. Für mich zumindest. Jetzt habe ich für euch zwei Infos. Eine eher traurigere und eine wirklich sehr schöne, finde ich. Und zwar erstmal die traurigere. Und zwar habe ich mich jetzt dazu entschlossen, das Let's Play zu beenden. Aber es kommt noch eine Folge. Und zwar Folge 140. Die wird dann, was ich irgendwann nächste Woche oder übernächste kommen. Werde ich aufnehmen. Da seid auch wieder ihr gefragt. Also schreibt mir bitte in die Kommentare, entweder hier oder einfach bei irgendeinem Video, ist mir eigentlich relativ egal, aber schreibt mir bitte in die Kommentare, welches Auto ich da fahren soll, was ich mit dem Auto machen soll, vielleicht auch, weiß ich, ob ich es voll tun soll, irgendwelche Scheiße bauen soll, oder Multiplayer, was bestimmtes machen soll. Könnt ihr mir gerne alles, eure Ideen gerne in die Kommentare, würde mich darüber freuen. Dann wird es danach beendet werden, und zwar auch kommt in die Nachfolge des Let's Plays, kommt nämlich, und zwar als quasi schöne Nachricht, das Format Car Battle, habe ich alle diesen Samstag, also gestern quasi, nee, ich habe diesen Freitag, meine Entschuldigung, habe ich diesen Freitag wiederbelebt. Und zwar wird es auch wieder mit dem Silas natürlich sein. Wer es noch nicht gesehen hat, ne, hier. Car Battle M2 gegen Porsche Cayman GTS. Und zwar habe ich das Car Battle auch jetzt gemacht. Einmal in Forza Horizon 3, wie sonst auch. Aber auch in Forza Motorsport 6. Ihr habt richtig gehört. Ich mache es in beiden Spielen. Hab's auch schon gemacht. Ich habe insgesamt, wenn ich jetzt die hier mitzähle, 6 Folgen aufgenommen. Davon 3 in Horizon 3 und 3 in Forza Motorsport 6. Die kommen dann immer abwechselnd, das heißt jeden Dienstag, also auch schon ab nächsten Dienstag, dem 18. Juli, da kommt dann die erste Folge von Motorsport 6 Car Battle und dann am Freitag wieder Horizon 3 Car Battle, wird immer im Wechsel kommen. Das so lange, wie wir Bock haben. Das wird auch quasi die Änderung sein. Ich versuche es, natürlich, ich werde es in der Kanalbeschreibung ändern. Ich versuche es aber auch in der Videobeschreibung zu ändern, bei den Videos, ab wann es dann noch zutrifft. Also zum Beispiel in den ganz, ganz neuen Drag Races. Die zum Beispiel, die ihr auch hier sehen könnt, einige. Also, ne, wer es jetzt noch nicht weiß hier, also morgen, da kommt das hier, dann am Donnerstag das, Samstag, Montag, Donnerstag, Samstag, Montag, Donnerstag und so weiter. Ich habe noch ein paar mehr aufgenommen. Aber alle, also bis hier, bis zur 30, bis hier, das sind wieder Zuschauervorschläge, die wieder nette Leute geschrieben haben. Also hier schon mal quasi sneaky für die Insider. Sie schon mal wissen, welche Drag Races kommen. Wir waren richtig geil, Lodelle. Vor allem auch das hier war richtig geil. Das war auch richtig geil. Das war, ja. Das war auch wieder mega knapp. Und hier weiß ich nicht mehr. Ist schon zu lange her. Wie lange ist das denn her bei denen? Also ein Monat auf jeden Fall schon, oder? Naja. Ist ja auch egal. Deswegen nur kurze Info für euch. Let's Play wird beendet. Dafür gibt es wieder regelmäßig Car Battle. Ich find's geil. Ihr hoffentlich auch. Wir folgen. Wir sind auch wirklich ziemlich lustig mit Car Battle. Weil wir machen da so viel Scheiße eigentlich. Wir labern so viel Scheiße. Mag ich eigentlich auch so, aber das ist einfach so lustig gewesen. Das ist einfach cool. Das macht mir auch viel mehr Spaß als Let's Play. Deswegen Car Battle eigentlich erstmal ein paar Wochen lang, zweimal die Woche. Vielleicht auch sogar mal ein drittes Mal am Mittwoch. Vielleicht auch dann irgendwann nicht mehr. Werde ich mal schauen. Deswegen noch einen schönen Tag wünsche ich euch. Und dann würde ich sagen, ciao.